Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Je planloser dein Leben ist, desto schwieriger ist es. Das steht im kompletten Gegensatz dazu, was ich sonst zum Leben sage. Denn Leben geschieht doch einfach. Du brauchst keinen Antrieb, keine Motivation, du brauchst kein Ziel und demnach auch keinen Plan, wie du das Ziel erreichst. Du musst nicht funktionieren. Aber dennoch sage ich, dass Menschen, die Ziele, Pläne, Vorstellungen haben, ein deutlich einfacheres Leben führen. Wie das zusammenpasst, werde ich dir im folgenden Video erklären, denn das ist etwas, was der Mensch nur verstehen kann, wenn er selbst mal an dem Punkt war, dem er bemerkt hat, dass er eigentlich nur einer funktionierenden Maschinerie gefolgt ist. Denn genau dieser Punkt, der Punkt, Sklave zu sein, Sklave des Systems, der schützt dich davor, zur Selbsterkenntnis zu kommen, in Bezug auf dich, in Bezug auf dein Leben. Und das sorgt dafür, dass du in diesen Phasen, was eben bei den meisten Menschen das ganze Leben ausmacht, nicht hinterfragst. Das sorgt dafür, dass du dich wohl damit fühlst. Und wenn du dich nicht wohl fühlst, dann versuchst du etwas daran zu ändern. Und du wirst natürlich immer und immer wieder in Lebensphasen kommen, in denen du bemerkst, es ist nicht ganz so einfach. Aber es geht weiter. Und wenn es weitergeht und wenn dann auch ein Plan erfüllt ist oder sich die Ziele zeigen, dann geht es mir richtig gut. Dann empfinde ich mein Leben als wertvoll, als schön, als erstrebenswert. Wenn du aber keinen Plan hast, dann führt es dich zu dem zurück, was du eigentlich bist. Und das ist genau dieser extrem große Unterschied. Denn 99% leben genau diese Plan-, Ziel- und Ergebnisorientierung. Und demnach sind sie immer auf dem Weg irgendwo hin. Entweder zum neuen Auto, zum neuen Haus, zur neuen Katze, zum neuen Hund, zum neuen Kind, zu was auch immer. Der Weg, der geht immer weiter. Wenn du aber all das als Stützstrukturen gar nicht mehr hast, wenn quasi die Rahmenbedingungen wegfallen, dann stehst du auf einmal ziemlich alleine mit dir selbst da. Und genau deshalb sind die Rahmenbedingungen auch genau so geschaffen. Denn das System möchte dich ja im System halten. Über dieses Thema, über die Strukturen, habe ich vor längerer Zeit mal ein ausführliches Video gemacht, in dem ich verschiedenste Faktoren und Rahmenbedingungen genommen habe und erklärt habe, wie wichtig sie für das System sind in Anbetracht dessen, dass es dem Menschen ein sehr bequemes Leben gibt. Denn wenn ich einen Plan habe und schwer davon überzeugt bin, dass dieser aufgeht, wenn ich schwer davon überzeugt bin, dass ich etwas an meinem Leben, an dem, was ich erlebe, ändern kann, sodass ich Ziele erreichen kann, sodass ich mehr werde, mehr im Sinne dessen, dass ich mehr erreiche, dass ich besser funktioniere, dann habe ich natürlich immer die Karotte, die mir quasi als Esel vor den Augen baumelt. Und das führt dazu, dass ich gar nicht bemerke, was mich eigentlich bewegt. Ich bemerke nicht, was ich für große Ängste habe. Ich bemerke nicht, warum ich das überhaupt mache. Weil es ist ja vollkommen normal. Denn die Menschen kennen im Regelfall ja gar keine anderen Menschen, die es nicht so machen. Und wenn doch, dann haben sie anhand dessen, dass sie es vergleichen, den Vergleich und sagen sich, naja, der ist ziemlich planlos, der hatte nie Ziele, der hatte nie eine konkrete Vorstellung von seinem Leben. Kein Wunder, dass es ihm jetzt so schlecht geht. Kein Wunder, dass er kein Haus hat. Kein Wunder, dass er jetzt nicht mehr weiß,
was er noch tun soll, um sein Leben zu verbessern. Der steht am Abgrund. Das ist aber die Illusion an sich. Denn dadurch, dass ich ja davon ausgehe, dass es mir etwas bringt, arbeite ich daran, um mit dem Funktionieren irgendwo hinzukommen. Wenn ich aber all das nicht mehr habe, weil zum Beispiel Ziele zerbrechen in dem Sinne, dass sie sich entweder erfüllen und ich danach die große Zielfrage und auch die große Sinnfrage habe, oder dass ich immer wieder daran scheitere, meine Ziele zu erreichen, dann bin ich irgendwann ganz von alleine planlos. Ich bemerke aufgrund von verschiedensten, immer wieder erlebten Erfahrungen, dass es nicht funktioniert. Und das sorgt dann dafür, dass auch ich irgendwann planlos werde. Was dann passiert ist, dass die Menschen in ihrer Empfindung es automatisch als schlechter empfinden. Denn sie haben ja den Vergleich zu früher und sie haben den Vergleich zu anderen Menschen. Und dann sind sie auf einmal auf einer Ebene zu vielleicht den ein, zwei Menschen, die sie davor kannten, bei denen das Leben auch planlos war. Und jetzt kommt genau der springende Punkt an dieser ganzen Geschichte. An der Geschichte, ob du weiterhin Sklave bist und bleibst oder ob du für dich erkennst, dass du niemals mehr Sklave sein musst. Denn wenn du jetzt sagst, ich möchte an diesem Zustand etwas verändern, wenn du jetzt sagst, ich möchte wieder dahin zurück, dass ich jetzt wieder funktioniere, dass ich wieder einen Plan bekomme, dass ich wieder eingegliedert werde in die Gesellschaft, um dann wieder genau das gleiche Leben zu führen, dann werde ich das machen und das wird mir auch in irgendeiner Art und Weise gelingen. Aber dann laufe ich einfach nur weiter auf dem gleichen Laufband. Denn meine Perspektive, die hat sich nicht verändert. Meine Perspektive, die sagt mir, ich möchte glücklich sein. Jedoch assoziiere ich ja mit dem Glücklichsein eine entsprechende Befriedigung durch das, was im Außen quasi erreichbar, erstrebenswert ist. Demnach sehe ich ja auch die Menschen, die planlos sind, die all das nicht haben und deswegen geht es ihnen schlecht. Das ist ähnlich wie in der Schulmedizin. Da werden Korrelationen zu Kausalitäten. Demjenigen, der keinen Plan hat, dem geht es schlecht. Und dementsprechend sollte ich einen Plan haben, damit es mir besser geht. Und dadurch, dass er nie einen Plan hatte, hat er jetzt auch kein Auto, hat nicht viel Geld, kann sich keinen Urlaub leisten und so weiter und so fort. Die Schlussfolgerungen, die daraus entstehen, sind die gleichen falschen Hypothesen und demnach Kausalitäten, die aufgebaut werden, wie in der Schulmedizin, wie aber auch in Bezug auf das Geldsystem. Die Hypothesen, die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, in Bezug auf die Attraktivität, die ich an etwas finde, ist überall die gleiche. Die Attraktivität in der Schulmedizin ist ganz einfach erklärt. Sie haben dieses und jenes und sonstiges, wir haben da ein Mittel für Sie. Im Bereich des Geldsystems, auch ganz einfach. Sie haben ganz viele verschiedene Träume. Sie haben den Traum, ein Auto zu fahren, welches Sie sich nicht leisten können. Sie haben den Traum, eine Küche zu wollen, die Sie sich nicht leisten können. Oder Sie haben den Traum, sich ein Haus zu kaufen, welches Sie sich nicht leisten können. Alles gar kein Problem. Wir haben da eine Lösung für Sie. Das nennt sich Kredit. Und dieser Kredit wird dann genommen, um etwas zu finanzieren, was den Menschen in der Sklaverei hält. Demnach ist ja dann der Ausstieg auch spätestens damit dann mehr oder weniger besiegelt. Es hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt 100.000 Euro finanziere oder ob ich 5, 6, 7, 800.000 Euro finanziere. Dementsprechend habe ich aber immer, egal in welchem Bereich, einen Rücklauf. Das kann man sich vielleicht vorstellen wie verschiedenste Wasserleitungen. Diese Wasserleitungen in Bezug auf den Zulauf, die fließen in ganz viele verschiedene Ecken.
Aber am Ende läuft alles in den gleichen Ablauf. Immer. Und da schwimmen immer die gleichen Forellen rum. Da sind immer die gleichen Fische. Immer die gleiche Gattung oder Art. Und es gibt aber einen kleinen Ausweg. Und dieser Ausweg, der fängt ganz am Anfang an. Der Ausweg ist, gar nicht erst in dieses Wasser reinzugehen. Und das kann ich aber, indem ich, und jetzt der große Aha-Moment, auch jederzeit gegen den Strom schwimme. Indem ich dann aus dem Wasser, in dem ich bin, quasi herausgehe und mich dahingehend aus dem Wasser entferne, gegen den Strom schwimme zur Zuleitung hin. Und dann habe ich vielleicht im ersten Moment, weil so weit kommt es dann bei den meisten, die mal an der einen oder anderen Stelle tatsächlich da sind und sagen, ich habe keinen Plan mehr, ich bin orientierungslos, ich weiß nicht mehr, wer ich bin, wer ich sein möchte, ich weiß einfach gar nichts mehr. Die Phase kommt. Und genau in dieser Phase habe ich die Möglichkeit, es als Problem zu sehen oder als Herausforderung oder nochmal ganz anders als Neustart. Denn wenn ich das nicht als problematisch und negativ sehe, weil ich mich schon lange von der Struktur des Systems verabschiedet habe, in dem, was ich über mich denke und über das Leben denke, komme ich da viel, viel einfacher raus. Denn was ganz, ganz wichtig ist, das System, das löst sich wegen dir nicht auf. Das löst sich auch wegen mir nicht auf. Und das löst sich auch wegen 10, 20, 100.000 anderen Menschen nicht auf. Wenn du das wirklich glaubst, dann glaub weiterhin diese Geschichte. Aber das System, das löst sich in dir auf. Denn du bist derjenige oder diejenige, die das System genau damit aufrechterhält. Natürlich geht es auch um die Handlungen, die daraus resultieren, gar keine Frage. Aber solange es aus deiner Perspektive, aus deiner Denkweise, aus deiner Identifikation in Bezug auf dich und das Leben nicht verschwindet, indem das System in dir bleibt, tut sich gar nichts. Vor allem bei dir. Und genau darum geht es ja. Es geht um dich. Es geht nicht um 100.000 andere Menschen. Es geht nicht darum, dass du andere Menschen mitnimmst. Jeder hat die Möglichkeit. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied in Bezug auf das, was er macht oder was er nicht macht. Du bist nicht in der Position, in der Aufgabe, andere Menschen in irgendeiner Art und Weise mitzunehmen. Das bin ich auch nicht, das ist niemand. Denn Menschen sind frei, so wie alle anderen Lebewesen frei sind. Aber indem du dich einsperren lässt, gibst du das Okay dafür, dass du eingesperrt wirst. Du wirst nicht von außen eingesperrt, zu irgendwas gezwungen. Nein, du machst das freiwillig. Ich weiß, du kannst das nicht glauben. Und für dich fühlt es sich auch 100% so an, als ob du gezwungen wirst. Aber du machst es freiwillig. Und indem, dass du es freiwillig machst, bist du auch der Einzige, der diese freiwillige Handlung auch ausstellen kann, nicht mehr machen kann. Und genau hier ist der Wendepunkt. Der Wendepunkt, dass das planlose Leben ein viel einfacheres Leben wird. Denn in den meisten Fällen ist das planlose Leben das deutlich schwierigere Leben. Das ist aber nur aus der Perspektive der Fall, wenn ich aus der Planlosigkeit ins System rein möchte, Erfolg haben möchte, mitpartizipieren möchte und als Gewinner daraus gehen möchte. Wenn das mein Ziel ist, dann kann ich ohne Plan, ohne Motivation, ohne Antrieb, ohne Ziel, ohne Ergebnisse niemals funktionieren. Niemals. Aber das ist halt kein Leben. Das ist eine Maschinerie, in der du funktionierst. Und demnach fällt es dir in dieser Maschinerie
unfassbar schwer, dies nicht zu tun. Und wenn du mal eben nicht mehr weißt, dann entsteht in dir so eine große Angst und Unsicherheit, aus der du dich noch mehr getrieben fühlst. Alle anderen Menschen, denen geht es genauso, die merken es aber nicht. Die merken es einfach nicht. Da ist das Funktionieren, das, was sie merken und dass sie dann am Ende des Tages fix und foxy sind, das merken sie. Das war es dann aber auch. Da geht es nicht um die eigenen Ängste. Da geht es nicht darum, warum mache ich das überhaupt? Da wird sich nie die Wie- und nie die Warum-Frage gestellt. Denn die Wie- und die Warum-Frage, die hinterfragen ja automatisch das Ob. Weil es geht ja dann eben darum, sich zu fragen, ja oder nein, in Anbetracht des Funktionierens. Und da gibt es auch übrigens keinen Mittelweg. Denn der Mittelweg, der entsteht ja nur aus der Angst. Der Mittelweg, der sogenannte Kompromiss, der funktioniert nur, wenn ich weiterhin Angst habe. Das heißt jetzt nicht, dass man sich dafür schämen muss. Das heißt jetzt nicht, dass das an sich ein Problem ist, sondern das ist einfach das, was sich zeigt, was da ist. Dass da Angst da ist, dass da Unsicherheit da ist, weil man sich nicht auf sich selbst verlassen kann. Ich weiß für mich zu jedem Zeitpunkt, was ich wie kann und für was ich wie in dem Sinne stehe. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich immer nur zweifeln. Und vor allem eben an mir selbst. Dann zweifle ich an mir, dann zweifle ich an dem Weg, den ich bestritten habe, dann zweifle ich an mangelnder Veränderung, ich zweifle an dem und an dem. Ich zweifle natürlich auch an anderen Menschen. Und das zeigt mir eigentlich nur, dass ich an mir selbst zweifle. Die Menschen würden auf ihr Leben nicht mehr klarkommen, wenn sie diese Ängste, diese Unsicherheit mal wirklich spüren würden. Sie spüren es nicht, weil sie einfach in einem ganz anderen Frequenzbereich unterwegs sind, weil sie einfach nur funktionieren. Sie sind einfach die Sklaven, die morgens ans Band gestellt werden und abends wieder heimgehen und zu Hause das Ganze auch durchgeplant ist. Und dann startet ein neuer Tag und das geht dann so 7 Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr. Da ist dann natürlich Hopfen und Malz verloren in der Hinsicht, dass sich da in dieser Perspektive etwas ändert. Es muss erst zum großen Fall kommen für jeden Einzelnen. Für jeden Einzelnen muss die Situation da sein. Ich bin planlos, ich bin orientierungslos. Ich weiß nicht mehr, ob ich morgen aufstehe, nicht weil ich denke, dass ich sterbe, sondern weil ich gar nicht mehr weiß, für was ich denn aufstehen soll. Wenn diese Punkte, wenn diese Gedanken, wenn diese Hinterfragerei nicht anfängt, dann geht der Weg ganz normal über die Autobahn, über das Band, auf welches ich mich draufstelle, schön noch irgendwo gestützt auf diesem Band mit Sicherheit und eben dann durch die Sicherheit, die Angst, die eigentlich nicht bemerkbar ist, dadurch eben wegkommt, nicht da ist, dass ich dann da geführt werde über mein Band, bis ich dann um 18, 19 Uhr davon wieder absteige und dann der Lauf quasi sich immer wieder neu fortsetzt. Und das Monat für Monat, Jahr für Jahr. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob du damit etwas anfangen kannst, ob du vielleicht verstanden hast, was ich dir damit sagen wollte. Denn eigentlich ist es nicht so, dass die Menschen, die planlos sind, ein schwierigeres Leben haben, sondern das entsteht aus der Perspektive derer, die denken, dass Planlosigkeit nichts mit dem Leben zu tun hat. Sogar das Gegenteil ist, denn ohne Plan, ohne Ziel, ohne Ergebnisse, da kann ich es ja gleich lassen. Da fehlt mir ja der Sinn im Leben. Ja, aber der Sinn, der bei diesen Menschen da ist, ist kein Sinn, sondern das ist eigentlich nur eine Aufgabe, der sie folgen. Aber das ist ja nicht der Sinn. Eine Aufgabe hat im Normalfall einen Sinn. Aber bei dieser Aufgabe fehlt der Sinn. Aber die Aufgabe an sich wird eben als Sinn gesehen,
Und das ist der große Irrtum dabei. Wenn du zu diesem Thema etwas beizutragen hast, würde es mich sehr, sehr freuen. Demnach schreib mir doch etwas in die Kommentarsektion unter dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, bei denen das genauso abläuft und ohne dass du auf sie einreden möchtest, darfst du ihnen gerne dieses Video teilen. Solltest du diesen Kanal ja noch nicht abonniert haben, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.